Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach bei der Osmoseanlage Aqua Michel Mini die Umkehrosmosemembran wechseln kannst. Ich bin Michael Scholze von Lebendiges Trinkwasser und betreibe nicht nur diesen YouTube-Kanal, sondern auch den Blog www.lebendigestrinkwasser.de, wo du viele Infos rund um gesundes Wasser und Wasserfilter findest. Und ganz besonders viel zur Osmoseanlage Aqua Michel Mini, die ich als eine Osmoseanlage entworfen habe, die man sich sogar ganz einfach selber bauen kann. Anders als bei den beiden Vorfiltern, die ja spätestens nach 6 Monaten gewechselt werden müssen, gibt es für die Umkehrosmosemembran kein festes Wechselintervall, dass man sagt, nach so einem Zeitraum muss sie gewechselt werden. Das liegt daran, dass die Umkehrosmosemembran nach einem anderen Prinzip filtert als die Vorfilter. Bei den Vorfiltern ist das so, dass die sich mit der Zeit mit Schadstoffen füllen und dann nicht mehr verwendet werden können. Der Sedimentfilter setzt sich irgendwann zu und der Aktivkohlefilter ist irgendwann voll mit Schadstoffen. Das ist bei der Membran nicht so, weil die Membran sich immer wieder freispült und so theoretisch unbegrenzt lange verwendet werden könnte. In der Praxis ist es doch anders, weil ein geringer Verschleiß auf der Membran ist und sie dann doch nach einem längeren Zeitraum irgendwann etwas durchlässiger wird und Schadstoffe mehr hindurchkommen können. Das ist ein Prozess, der passiert nicht plötzlich, sondern ganz langsam und wird dann langsam mehr. Und wenn man den erkennt, dann ist ein Membranwechsel nötig. In der Regel ist das nach 2 bis 5 Jahren der Fall. Also die meisten Membranen halten mindestens 2 Jahre. Es kann aber auch sein, dass man eine Membran 5 Jahre oder sogar etwas länger hält. Das hängt sehr davon ab, was für ein Wasser gefiltert wird, was das genau für eine Zusammensetzung hat, das spezielle Leitungswasser und auch wie die Anlage genutzt wird. Ja, wie erkennt man jetzt, wann denn tatsächlich der Membranwechsel nötig ist? Das geht am besten mit so einem TDS-Messgerät, mit einer einfachen TDS-Messung. Dafür wird das Osmosewasser, nachdem die Anlage eine Weile gefiltert hat, also ich würde immer mal so 1 Liter erstmal rausfiltern, so dass sich der niedrigste TDS-Wert einstellt, weil du weißt ja sicher aus anderen Videos, dass am Anfang der TDS-Wert immer etwas höher ist von dem Stehwasser, was in der Anlage gestanden hat. Das würde das Messergebnis verfälschen. Deswegen lässt man das Stehwasser erstmal alles rauslaufen, 1 Liter filtern lassen und dann die TDS-Messung machen. Jetzt ist es auch noch so, wenn so eine Membran ganz neu ist und die frisch in Betrieb ist, dann hat die am Anfang auch einen leicht erhöhten TDS-Wert. Der ist auch noch nicht so aussagekräftig. Deswegen würde ich, nachdem die Anlage so 1, 2 Wochen in Betrieb war, dann mal eine TDS-Messung machen. Und die notiert man sich, zum Beispiel 10 ppm. Und immer dann, wenn man die Vorfilter wechselt oder zwischendurch mal, wiederholt man das und macht wieder eine TDS-Messung. Und das wird lange Zeit dann um die 10 ppm bleiben. Vielleicht sind es mal 11, mal 9, das kann auch ein bisschen schwanken. Leichte Ungenauigkeiten sind in so einer Messung immer drin. Aber es bleibt dann, wie in diesem Beispiel gesagt, so einen längeren Zeitraum um die 10 ppm. Und nach 2, 3, 4 Jahren, irgendwann merkt man, oh, jetzt sind es plötzlich 15 oder 20 ppm. Und das ist dann das Zeichen, dass jetzt die Membran gewechselt werden sollte. Weil dieser leicht erhöhte PPM-Wert zeigt an, da gibt es jetzt in der Membran schon irgendwo kleine Fehlstellen, wo mal Schadstoffe durch können. Und das ist ein Hinweis darauf, dass jetzt gewisse Verschleißerscheinungen bei der Membran deutlich werden. So, jetzt zeige ich mal, wie bei diesem Aqua Michel Mini die Membran gewechselt wird. Ich habe den jetzt gerade schon aus der Küche hergeholt. Am besten ist es, wenn man so einen Membranwechsel oder Filterwechsel in der Küche direkt an der Spüle macht, weil auch etwas Wasser austreten kann. Fürs Video mache ich das jetzt hier, weil das hier einfach etwas besser geht mit den Videoaufnahmen als in der Küche. Ich lege mir hier ein kleines Tuch drunter. So, die Membran sitzt hier in dem Membrangehäuse und das muss hier oben geöffnet werden und das sitzt relativ stramm zu. Wenn man die Membran einbaut, dreht man das zwar nur mit der Hand so leicht fest zu, aber wenn das da 2 Jahre oder länger drin ist, dann ist es am Ende doch relativ fest. Deswegen braucht man dafür diesen Membranschlüssel.
Und da man da ein bisschen Kraft anwenden muss und das Membrangehäuse so schlecht greifen kann, um den Gegenhalt zu haben, ist es am besten, einfach alles, was hier am Membrangehäuse angebaut ist, abzumontieren. Um das Membrangehäuse jetzt komplett freizulegen, löse ich als erstes die beiden Schläuche, nämlich den Spülwasserschlauch, der hier ins Membrangehäuse reingeht, und hier oben dieses kleine Winkelstück, mit dem die Leitungswasserzufuhr zum Membrangehäuse geht. Wie diese Schlauchverbindungen genau gelöst werden, habe ich sehr ausführlich in dem Video für den Vorfilterwechsel gezeigt. Ich entferne erstmal den blauen Sicherungsclip mit Hilfe eines Schraubendrehers oder einfach mit dem Fingernagel. Dann wird bei den Schlauchverbindern der kleine Kragen, der dort rausguckt, an den Schlauchverbinder gedrückt und der Schlauch herausgezogen. So, und jetzt kann ich über diese Klipse die gesamten Vorfilter vom Membrangehäuse trennen. So, das ist erstmal der Sedimentfilter und jetzt noch der Aktivkohlefilter. Das lege ich mal zur Seite. Jetzt noch diesen Clips hier ab und jetzt habe ich das reine Membrangehäuse. So, jetzt wird das Membrangehäuse im nächsten Schritt geöffnet mit dem Membrangehäuseschlüssel. Den kann man hier oben um den Deckel greifen. Jetzt muss man sehr feste zupacken, dass man es gut halten kann. Wenn man die Kraft nicht hat, eventuell eine zweite Person zu Hilfe holen, die mit das Membrangehäuse festhält als Gegenhalt. Und dann braucht man jetzt etwas Kraft und mit einem kleinen Ruck geht es dann auf und der Rest geht dann ganz einfach. So, hier erkennt man jetzt die Membran. Und die muss man jetzt rauskriegen, die sitzt jetzt auch noch mal etwas fest und hier an dem Rohrstutzen kann man das mit den Fingern nicht gut genug packen. Ich nehme mir so eine kleine Zange zur Hilfe und mit der Zange greife ich jetzt in den Rohrstutzen rein. So, jetzt kann ich gut zupacken, wenn da jetzt ein paar Kratzer dran kommen, das schadet der Membran nicht, die ist ja nicht mehr gut. Jetzt greife ich mit der Zange feste und drehe erstmal die Membran oder halte die Membran und drehe das Membrangehäuse und dann, während ich drehe, kann ich auch ziehen und dann kommt sie raus. Manchmal ist im Membrangehäuse, sind dort kleine schwarze Ablagerungen zu sehen. Das sind letzte Reste vom Kohlestaub. Wenn die Vorfilter gewechselt werden, kommt immer am Anfang, wenn die sich einspülen, ein bisschen Kohlestaub durch. Auch ganz, ganz feiner Kohlestaub, der so fein ist, dass er durch den Sedimentfilter durchgeht. Der hält zwar schon einen großen Teil zurück, der Sedimentfilter, aber ein kleiner Teil kann halt auch durchgehen und der kann sich hier im Membrangehäuse sammeln. Ich gehe damit jetzt in die Küche und mache das mal richtig sauber. Dafür benutze ich einfach ein bisschen warmes Wasser und Spülmittel und einen Schwamm. Aber in so einem Fall, wegen der Hygiene, dass hier jetzt nicht zu viel Keime reinkommen, würde ich in jedem Fall einen neuen Schwamm benutzen und keinen gebrauchten Schwamm. So, ich habe mein Membrangehäuse jetzt ganz sauber gemacht. Die alte Membran kann über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Und jetzt wird die neue Membran vorbereitet. So, diese 150 GPD Membran von der Firma Applied gibt es bei uns im Shop. Ich verlinke das hier unter diesem Video. Gelegentlich werde ich gefragt, ob man diesen Aufkleber abmachen muss. Den braucht man nicht abmachen. Das sind alles lebensmittelzertifizierte Stoffe. Außerdem befindet er sich auf der Leitungswasserseite. Selbst wenn der Aufkleber irgendwas absondern sollte, würde die Membran das ja auch noch wieder rausfiltern. Deswegen, der Aufkleber bleibt drauf. Man läuft auch eher Gefahr, wenn man ihn abmacht, dass man irgendwas beschädigt an der Membran. So, jetzt hat die hier vorne diese beiden Dichtringe und da ist es wichtig, dass diese Dichtringe gut in das, weiß nicht, ob man das erkennen kann, hier im Inneren des Membrangehäuses ganz unten gibt es einen kleinen Rohrstutzen, wo das reinrutschen muss und da muss es gut reinrutschen. Deswegen werden diese Dichtringe jetzt ganz leicht eingefettet. Am besten geht das mit weißer Vaseline, bekommt man in der Apotheke.
Man kann aber auch, wenn man das nicht zur Verfügung hat, einfach einen Tropfen Wasser nehmen und die Dichtringe anfeuchten, dann rutschen sie auch etwas besser. So, und hier diesen äußeren großen schwarzen Dichtring, den fette ich jetzt auch noch ganz leicht ein, damit er gut reinrutscht. Es reicht, die ganz dünn einzufetten. Das braucht wirklich nicht viel. Soll nur unterstützen, dass es dann gut ins Membrangehäuse hereinrutschen kann. So. Jetzt habe ich einen fettigen Finger. Jetzt kann die Membran hier rein. Ganz sachte, mit einer leicht drehenden Bewegung. Jetzt guckt der Rohrstutzen noch raus. Das heißt, unten dieses Rohrstück mit den beiden Dichtringen, das sitzt jetzt so kurz vor dem Rohrstutzen, wo es rein soll. Jetzt kann ich das hier noch ein bisschen drücken und jetzt ist es relativ leicht noch reingerutscht und wenn es leicht reingeht, ist ein sehr gutes Zeichen. Dann sind die Dichtringe wirklich gut reingerutscht und hier oben, das muss so in etwa bündig sein. Es darf vielleicht einen halben Millimeter rausgucken, aber im Wesentlichen muss der Rohrstutzen verschwinden. Ne? Wenn man jetzt hier über die Kante guckt, sollte das in etwa eine Linie sein. Wenn der jetzt noch einen halben Zentimeter rausguckt, dann ist er nicht ganz reingerutscht. Da muss man entweder noch ein bisschen drücken und wenn das gar nicht geht, doch noch mal rausnehmen, noch mal ein bisschen fetten und mit einer leicht drehenden Bewegung noch mal versuchen. So, damit das Membrangehäuse gut dichtet, da hier gibt es jetzt zwei Dichtungen, einmal hier oben am Membrangehäuse selber und im Deckel sitzt auch noch eine. Die fette ich jetzt auch noch ganz leicht mit weißer Vaseline ein, damit die gut in ihre Position rutschen. In seltenen Fällen kann es halt passieren, wenn die Dichtungen nicht gefettet sind, dass sie sich ein bisschen verklemmen und nicht in ihrer richtigen Position sind. Das Fett hilft einfach, dass die Dichtung auch in die Position rutscht, wo sie reingehört. So, jetzt fette ich die auch noch ganz leicht hier ein. So, und jetzt wird der Deckel wieder aufgeschraubt. Und ohne den Schlüssel einfach mit der Handkraft ein bisschen festgezogen und in der Regel reicht es aus. Man sollte vermeiden, es jetzt zu stramm zu drehen. Je strammer man es jetzt dreht, desto schwerer geht es dann in ein paar Jahren wieder auf. Nur dann, wenn sich zeigen sollte, dass es hier undicht ist und im Filterbetrieb hier Wasser heraustropft, dann würde ich mir den Schlüssel zu Hilfe nehmen und noch ein Stückchen Schremmer ziehen. Aber normalerweise ist es nicht nötig. Es ist selbstverständlich, aber ich sage es doch nochmal, wenn an so einem Trinkwasserfilter gearbeitet wird, ist es ganz wichtig, sehr, sehr sauber zu arbeiten. Und dazu gehört natürlich, sich vorher auch die Hände gründlichst zu waschen, damit man sich keine Keime in den Filter bringt. Insbesondere gilt das natürlich, wenn man die Membran wechselt. So, jetzt können diese Vorfilter wieder mit der Membran verbunden werden. Ich baue mal wieder alles zusammen. In umgekehrter Reihenfolge. Zuerst klipse ich mal den Aktivkohlefilter wieder dran. Und dann den Sedimentfilter. Jetzt werden die beiden Schlauchverbindungen wiederhergestellt. Einmal der Spülwasseranschluss hier unten. Und der Leitungswasseranschluss hier oben. Die blauen Sicherungsklipse wieder rein. Und diesen Clips für den Auslaufhahn aufs Glas wieder drauf gedrückt. Alles ein bisschen ausgerichtet. Kurze Kontrolle. Die Fließrichtung muss stimmen. Gekennzeichnet durch diese Pfeile hier. Immer von unten nach oben. Ja, es bietet sich übrigens auch an, den Membranwechsel zusammen mit dem Vorfilterwechsel zu kombinieren, weil die Anlage dann eh halb zerlegt ist. Kann man das auch ganz gut zusammen machen. So, jetzt haben wir einen Aqua Michel Mini mit einer nagelneuen Membran. Was ist jetzt noch zu tun? Die Membran ist ja neu ab Werk
Und beim Herstellungsprozess ist das bei diesen Membranen so, dass auf der Oberfläche der Membran Rückstände aus dem Herstellungsprozess sind, die erst noch weggespült werden müssen, bevor man das Wasser gut trinken kann. Und dafür wird der Aquamichel Mini wieder in der Küche angeschlossen und genauso wie bei der ersten Inbetriebnahme gespült. Also 15 Minuten lang mit geöffnetem Kugelhahn, wird die Membran kräftig durchgespült und dann mit geschlossenem Kugelhahn nochmal eine sehr lange Spülung, die geht über 4 Stunden, verbraucht ungefähr so viel Wasser wie eine Badewanne voll und das spült die Membran dann so richtig frei. Diese Spülung kann man auch über mehrere Etappen verteilen, zum Beispiel 4 mal 1 Stunde. Also man kann sie beliebig unterbrechen und wieder fortführen, wenn man das jetzt nicht schafft, 4 Stunden am Stück zu machen. Wenn der Filter so eine Stunde gespült hat, kann man bereits die erste TDS-Messung machen. Das ist noch nicht der Wert, den die Membran endgültig erreichen wird. Der wird noch etwas höher sein. Aber man sieht schon mal grundsätzlich, ob der TDS-Wert in dem Bereich ist, wo er sein sollte. Wenn er deutlich höher ist, also zum Beispiel, wenn mit der alten Membran der TDS-Wert 10 ppm war und ihr habt jetzt nach einer Stunde Spülen mit der neuen Membran 50 ppm, dann ist möglicherweise etwas schiefgelaufen. Vielleicht sind doch die Dichtringe nicht richtig reingerutscht oder irgendein Dichtring ist etwas verkantet und es kommt eine geringe Menge an Leitungswasser quasi am Rheinwasserausgang mit raus, weil die Dichtringe nicht richtig abdichten. Das kommt nur ganz, ganz selten vor, aber wenn das passiert, dann müsste man die Membran nochmal rausnehmen, nochmal fetten und wieder einsetzen. So, wenn die 4-Stunden-Spülung dann durch ist, dann sind die allermeisten Rückstände, die auf der Membran waren, bereits weggespült. Im normalen Filterbetrieb sollte man davon dann eigentlich nicht mehr viel merken. Möglicherweise ist im Stillwasser die ersten Wochen noch ein ganz bisschen drin enthalten. Deswegen würde ich darauf achten, gerade das Stillwasser in den ersten Wochen nach einem Membranwechsel nicht zum Trinken zu nutzen, sondern erstmal ein Dreiviertel Liter oder einen Liter rauszufiltern, das zum Putzen oder für die Blumen zu nehmen und dann das Wasser zum Trinken zu filtern. Und nach ein paar Wochen stabilisiert sich das dann auf das endgültige Niveau. Dann erreicht die Membran auch ihren niedrigsten PPM-Wert, den sie dann lange Zeit haben wird. Den sollte man dann auch messen und sich notieren. Und hier darf man jetzt nicht überrascht sein, wenn der etwas anders ist als der PPM-Wert von der alten Membran. Es gibt nämlich einfach im Herstellungsprozess Toleranzen. Es kann sein, dass man mal eine Membran erwischt, die einen etwas höheren PPM-Wert bringt und dann mal wieder eine, die einen etwas niedrigeren hat. Wenn man zum Beispiel 10 ppm mit der alten Membran hatte, kann sein, dass die neue Membran vielleicht 7 oder 6 ppm bringt, vielleicht aber auch 14 oder 15. Das ist bedingt durch die Toleranzen im Herstellungsprozess möglich und auch nicht vermeidbar. Ja, wie schon beim Vorfilterwechsel gesagt, ist auch genauso der Membranwechsel ein guter Zeitpunkt, jetzt eine Desinfektion mit Wasserstoffperoxid zu machen. Wie das geht, zeige ich dann noch in einem eigenen Video. Ja, soweit ist erstmal alles gesagt zum Thema Membranwechsel. Ich wünsche dir, dass bei dem Membranwechsel bei deinem Aquamichel Mini mit diesem Video alles leicht von der Hand geht. Wenn du rechtzeitig über Neuigkeiten informiert werden willst, über Neuigkeiten auf meinem YouTube-Kanal oder im Blog www.lebendigestrinkwasser.de oder über Neuigkeiten zum Aquamichel Mini, dann abonniere meinen Newsletter, klicke jetzt auf den hier eingeblendeten roten Button und trage deine E-Mail-Adresse ein. Ich wünsche dir alles Gute, tschüss, bis zum nächsten Mal.